Okay, erste Spielbahn, relativ simpel, Par 4, 320 Meter geradeaus. Ich starte hier mit dem mittleren Eisen, um einfach erstmal in den Spielfluss reinzukommen. Was anderes würde sich hier für mich auch nicht lohnen. Okay, zweite Spielbahn, ca. 360 Meter Par 4. Auch hier mit einem langen Eisen vom Abschlag. Ein bisschen Pech gehabt mit dem Bounce, aber noch Glück gehabt, dass er an der linken Seite liegen geblieben ist. So, die dritte Bahn, ein paar 355 Meter bergauf. Hier ein kurzes Eisen abgeschlagen, ein Eisen 9 war das, leider ein bisschen zu lang über die Fahne, aber von da easy going, dann Chip, Putt, Par. Okay, vierte Bahn, kurzes Par 4 mit 325 Meter. Leider den Drive ein bisschen nach links verzogen. Lag dann relativ grüne Höhe bei ca. 320 Meter. Aber Ball lag gut spielbar und konnte von da dann Richtung Grün weiterspielen. So, die fünfte Spielbahn, ein Par 5, ca. 550 Meter, Dogleg nach links. Ich wollte ein bisschen zu.
sechste Bahn, ein relativ langes Par 4 mit 380 Meter, was sehr unangenehm zu spielen ist, weil es vorne sehr schmal wird. Mein Drive habe ich leider da nach links verzogen, lag aber in einer guten Position auf dem Nachbar-Fairway und konnte von dort ein kleines Wedge zur Fahne hinspielen. Ah. Siebte Spielbahn, kurzes Par 4. Ja, hier eine Harakiri-Aktion. Ich wollte eigentlich das Grün angreifen, habe aber den Ball hoch rechts weg rausgedrückt. Konnte aber von hinten aus dem Semiraff, weil es Gott sei Dank gemäht war, die Fahne dann mit einem Wedge anspielen. Achte Bahn, relativ kurz, Par 5, aber sehr tricky, weil es in so eine Schlangenkurve geht. Langes Eisen vom Tee, leider ein bisschen Pech gehabt. So, die neunte Bahn, nochmal ein langes Par 3 mit 190 bis 200 Metern. Hab hier ein relativ mittellanges Eisen.